Dieser IB-Angriff bildete die Ausnahme in einer vorerst wenig attraktiven Partie. Das ist Admir Smajc und in der Mitte Bekirovski brachte den Ball nicht an Avatangelo vorbei. Nach einer halben Stunde Wegmann und Gaspo beim Eckball. Wegmann auf Cialanza Lugano führte 1:0. Die Young Boys konnten sich im zweiten Durchgang etwas steigern. Smajc auf Bekirovski. Pech auch für den Schweden. Admir Smajc war Ausgangspunkt des nächsten Berner Angriffs, der vorerst abgewehrt wurde. Bekirovski zu Baumann und der sah Kerli ganz frei. 1:1 der Ausgleich. Es war für Raphael Kerli eine Premiere, sein allererstes Saisontor. Und Avatangelo konnte sich nur noch ärgern über die Nachlässigkeit seiner Vorderleute, denn für Kerli fühlte sich keiner zuständig. Noch nichts zu sehen war bisher von Juan Hernan Rossi. Hier seine erste Chance. Endstation Stefan Knutti. Es war heute nicht Rossis Tag. Dann tanzte Smajc mit seinen Gegnern. Seine Flanke erreichte Savu und der erzielte mit seiner ersten Chance gleich ein Tor. Das war auch nicht immer so. IBE führte eine Viertelstunde vor Schluss. 2:1 und Savus Dank galt zu Recht Admir Smajc. Andreoli kam nicht mehr an den Ball und damit war der Weg frei für Agent Savu. Lugano hatte bisher erst einmal zu Hause verloren, jetzt drohte die zweite Niederlage. Nur noch ein paar Minuten fehlten. Cialanza scheiterte an Knutti. Er hätte heute zum Mann des Spiels werden können. Toller Reflex des IBE-Goalies. Und der anschließende Corner, Taborda und das späte Tor zum 2:2 Schlussresultat. Wenigstens noch ein Punkt für Lugano, das war für die Tessiner das Positivste nach diesem Spiel.